Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Osada. Ich hoffe, ich bin ein bisschen lauter, denn ihr hattet mir kommentiert, dass ich zu leise war in den letzten Folgen. Wollen wir mal gucken. So, Osada. Beim letzten Mal haben wir ein kleines Update hier vom Hof gemacht und von den Feldern, was zu tun ist, etc. Wir haben auch schon ein wenig vorgearbeitet, gemulcht und gegrubbert. Und tja, heute muss wohl mal dieser wunderbare John Deere in den Einsatz kommen, denn ich habe relativ viele erntereife Maisflächen. Für den Mais, wer es noch nicht gesehen hat, klar, ich starte eine Aufnahme und dann geht hier Schluckauf los. Mann, Mann, Mann. Ist auch runtergeschluckt. Ah, ich habe hier ein zweites Fahrsilo angelegt, damit ich den Mais auch irgendwo hinbringen kann. Denn ich habe auch schon wieder reife Wiesen, damit ich dann hier das Gras hinbringen kann. Und damit das dann auch alles verarbeitet werden kann, haben wir hier hinten jetzt eine BGA. Da steht auch der Deutz vor. Und hier haben wir auch einen Teleskoplader, etc. Ja. So, der Schnellüberblick. So, und bevor wir aber starten, habe ich was im Shop gesehen. Ach ja, und noch was. Ihr seht, oben steht jetzt Cosplay, rechts oben. Es nervt mich auch ein bisschen. Ich habe tatsächlich Cosplay mit einem Update versehen und Autodrive auch. Aber wenn ich SAT ausstelle, bleibt das Cosplay da stehen. Das finde ich tatsächlich relativ doof. Also wer einen Tipp hat, wie ich das wegbekomme, ich habe schon in den Einstellungen geguckt, aber ich finde hier nichts, wo ich das an- oder ausschalten kann, diese Anzeige. Ist ein bisschen doof. Tipps sind gerne willkommen und angenommen in den Kommentaren. So, wir haben 1,1 Millionen auf dem Konto immer noch. Und ab und an schaut man dann ja mal in die Angebote. Und da ist ein 8R drin. Und also 44 Prozent günstiger. Hat 12 Stunden auf dem Buckel. Und jetzt bin ich hier doch hart am Überlegen. So einen großen Traktor habe ich nicht. Ich habe den 900, 100, ja, den Fendt 900 habe ich. Aber in diese Richtung habe ich eigentlich nichts da. Und selbst wenn ich den Motor jetzt hochkonfiguriere, kostet der 224.000 Euro. Ist schon verlockend, oder? Ich gucke mal kurz, was der neu kostet. Ob das wirklich so verlockend ist oder nicht. 8R. Warte mal, war das der Standard? Das ist der Standard. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich auch Simple IC raufgenommen habe. Aber zack, 351.000 würde der uns kosten. Plus natürlich hier Isaria Pro Compact. 365.000. Würde US-Version nehmen. Hier sind jetzt schon Radgewichte drauf. 365.000. Das schon drauf. Und den. 238.000. Also das sind 130.000 Euro günstiger, als der jetzt sonst kosten würde. Da ich gerade noch Geld habe, bin ich hart am Überlegen, ob ich das nicht einfach mache. Mal schaue, wie ich damit zurechtkomme, ihn im Zweifel wieder verkaufe und oder halt einen anderen dafür abgebe, zum Beispiel den Deutz. Das ist schon sehr verlockend, ne? Das ist schon sehr verlockend. Wisst ihr was? Wir machen das. Ich habe noch nie so ein 8R gehabt. Der ist, für die Karte ist er, glaube ich, so gar nicht geeignet, ne? Aber ich möchte es einfach mal machen. Das ist, Osada ist ja auch eine Karte, wo ich einfach mal so ein bisschen rumprobiere. Wir kaufen den jetzt. Tata. Gekauft ist er. Wunderbar. Wo ich hier gerade eine Spritze sehe, ich glaube, ich habe gar keine Spritze. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Habe ich eine Spritze? Sehtechnik, Wender, Schwader, Ladewagen, Schiebeschilder, Siloverdichtung. Das sieht mir mal gar nicht danach aus, dass ich schon eine Spritze hätte. Aber die kann ja nicht schaden, ne? Ich habe, nee, habe ich auch nicht. Oh Gott, ich brauche noch relativ viel hier.
Ich brauche tatsächlich noch relativ viel. Ich habe noch gar keinen Düngestreuer. Oder bin ich blind? Nee. Düngen und Kalken. Auch noch nicht vorhanden. Aussaat. Ja, damit bin ich natürlich nicht ganz zufrieden hier. Das muss noch getauscht werden. Pflug. Kann ich auch noch dran arbeiten. Es ist noch einiges. Da ist noch einiges, was fehlt. Den Ladewagen möchte ich auch noch austauschen. Das heißt aber, ich glaube, ich. Wie viel hatten die? Die hat 24 Meter. Die ist doch eigentlich super. Die ist doch eigentlich richtig gut. Kann Herbizid und Düngen. Nehmen wir mit. Komm, nehmen wir mit. Wenn es die hier gerade schon so viel günstiger gibt, ist die genommen. Und dann holen wir das jetzt mal eben kurz ab und machen die erste Fahrt heute mit dem neuen 8R. Mit dem neuen alten 8R. Wahrscheinlich muss ich den jetzt noch reparieren oder so, ne? Der hat jetzt leider kein Simple IC. Aber okay. Und mit der neuen Düngespritze. Ui. Oh, ordentliches Gerät hier, wa? Dann fahren wir den mal eben vor. So. Und dann gucken wir einmal von außen. Zack. Und dann ist das, das wollte ich nämlich kurz testen. Sehr schön. Im Screenshot-Modus ist dann auch hier na, das Cosplay weg. Gott, was ist denn heute los? Soll man hier von unten, dass man die Proportionen hier auch sieht. Ein schöner, großer 8R am Start. Nice. So kann ich mich denn nicht weiter drehen? Das ist ja crazy. Klack. Dass man ein bisschen schneiden kann. So, dann hängen wir an. Zack, zack. Und dann kontrollieren wir auch mal kurz, wie kaputt er ist. Einigermaßen kaputt. Dann gucken wir mal, was eine Reparatur kostet. So. Bei beidem. John Deere. Oh, das hält sich ja noch in Grenzen hier. 3.800 Euro, das machen wir natürlich. Und die Spritze für 279 auch. Neu lackieren, das brauche ich nicht. Das passt schon. Jutti, dann mal rüber damit zum Hof. Herrlich. Jetzt haben wir mal richtig Power hier. Und können ordentlich was hinterherziehen. Zum Beispiel einen großen Anhänger, in den Häckselgut reinkommt. So. Am Fendt hängt ja immer noch das, hängen immer noch die Mähwerke. Den lasse ich jetzt mal. Ich hatte sonst den anderen John Deere auf dem Zettel. Jetzt haben wir relativ John Deere-lastig aktuell, ne? John Deere Häcksler, zwei John Deere Traktoren. Sonst gar nicht so mein Ding. Was war das denn? Bin ich denn jetzt hängen geblieben? Stehe ich nicht, aber okay. So, wir stellen die Spritze mal hier neben dem Schuppen ab. Achso, ich hätte die. Peinlich, ich hätte die Spritze hochfahren sollen, dann wären wir auch nirgendwo hängen geblieben hier. Na, nun ja, nun ja. Bremsen! Ablassen! Einmal mit Profis, hä? Aber gut. Bei mir seid ihr natürlich, wenn ihr Profis wollt, an der falschen Stelle. So. Also, und zwar habe ich mir das für heute so gedacht, dass ich den Abfahrer mache und der Häcksler dann mit Cosplay auf dem Feld unterwegs ist. Viel anders wird das ja nicht funktionieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir anfangen. Das ist schon, ja, der ist ein bisschen groß hier für unseren Hof. Halleluja. Nicht schlecht. Schönes Bild. So, schön mit den Bandagen
beiden großen mit dem Drescher und dem Häcksler hinten dran. Zack. Sehr schön. Bob, Feld. Wir fangen mal an. Ich würde sagen, auf der 11. Wir fangen mal auf der 11 an. So, und wir fahren erstmal mit dem Häcksler rüber. Zack. Einmal rin. So, schön langsam, dass ich nirgendwo hängen bleibe. Vorsichtig rum. Oh, und was ich auch noch gar nicht wieder gemacht habe, ist dem Hund was zu essen geben. Wie war das? Er? Ja. So. Fällt mir gerade so auf. Völlig vernachlässigt, das arme Tier. Auf zu Feld 11. Wo ist denn wohl eigentlich die Feldauffahrt? Let's see. Also hier ist sie offiziell an. Ach komm. Wenn so ein großes Gerät kommt, kannst du doch mal Platz machen. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Dann suche ich mir einfach eine Feldauffahrt, wie es aussieht, hä? Da hinten, das ist auch noch Feld 11, ne? Dann starten wir von da hinten. Auf dem Feld hier kann ich ruhig fahren. Das ist nur, es war gegrubbert. Betonung liegt auf war. Auch nirgendwo etwas, was aussieht wie eine offizielle Feldauffahrt. Das ist auch gar kein Mais mehr. Ja gut, da muss ich jetzt doch über die Wiese. Blöd. Blöd, blöd. Das ist ja doof auch. Dann würde ich sagen, starten wir von hier rein. Geben ihm hier den Startpunkt. Nachbar freut sich, dass ich ihm hier so ein bisschen das Feld platt mache, aber an den Rändern okay. Sorry. Und dann beginnen wir mit unserer großen Maishäckselaktion. Was haben wir denn hier für Punkte? 7, 17, 15, 14. Feld 11 hat gar keine Auffahrt bekommen, ne? Ich habe die Kurse ja auch, ich habe mir die runtergeladen. Feld 11 hat gar keine offizielle Auffahrt. Guck an. Schau an, schau an. So, dann mal in die neue Kursplay-Variante. Job erstellen. Hat sich tatsächlich nicht sonderlich viel geändert hier. Alles fine for me. Ich fahre immer im Uhrzeigersinn und mit dem Häcksler ist es auch okay, denke ich. Dann setzen wir mal hier die Zielposition und dahinter die Field Position. Sehr schön, wunderbar erkannt. 9 Meter Breite haben wir im Schneidwerk, das ist absolut richtig. Dann machen wir mal, ich gehe mal auf 4 Vorgewände. Scharfe Kurven. Wir starten auf dem Vorgewende, ist auch richtig. Und generieren wir doch mal einen Feldkurs. Das sieht doch schon ganz gut aus. Perfekt. Dann schauen wir. Haben wir hier schon, wir haben noch gar keine Ordner. Dann machen wir einen neuen Ordner. Feld 11. Und da speicherst du mir den Kurs jetzt mal rein. Aktivieren. Na, funktioniert nicht immer gleich beim ersten Mal. Da Kurs speichern. Jetzt haben wir es. 9 Meter Heck, Heck, Zellen. So, damit mir der Kurs nicht verloren geht. Und dann kann ich hier eigentlich schon sagen, dass er starten soll, ne? So, die Ansicht hier hat sich ein bisschen geändert. Auf dem ersten Wegpunkt, bitte. Und dann kann der. Oh, ich habe gar kein Siliermittel drin. Ich habe gar kein Siliermittel drin. Okay, wir nehmen das bei dem Feld jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Ist jetzt dummerweise das größere Feld, aber ja, mein Gott. Will jetzt nicht extra noch zum Shop hoch donnern. Gehen hier mal auf Start. Und dann schauen wir mal, was er hier so anstellt.
Er fährt natürlich durchs Feld. Dann schauen wir mal kurz in die Fruchtzerstörung. Bin ich jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Hier. Fruchtzerstörung aus. Ach so, das ist, glaube ich, bei Cosplay ausgestellt. Ah, okay. Alles klar. Ja, ich hätte da doch selber reinfahren sollen dann. Jetzt bin ich gespannt. Legt der los? Hätte mich jetzt nämlich auch irritiert. Nicht raushauen, nicht raushauen. Ich komme jetzt. Wunderbar, der ist startklar. Wir springen rüber zum Hof. In unseren 8R. Und dann wollen wir mal schauen, ob der gleich losstartet, wie er soll. Wenn ich da in die Nähe komme. Endlich Erntezeit. Ich freue mich. Sehr, sehr cool. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich durch das Fahrsilo komme. Ist ja ein etwas schmaleres Fahrsilo. Ich muss hier so ein bisschen ausholen, damit er dann gleich auch um die Ecke kommt hier. Und da legt er schon los. Dann kann ich schon mal hinterziehen. So. Ein John Deere-Konvoi heute mal. Man muss natürlich auch festgehalten werden. Freunde, natürlich. Das wird unser Thumbnail, oder? Das wollt ihr sehen. Bei YouTube. Oh, guck mal, häckseln. Da wird mit John Deere wird er gehäckselt. So, dass man das auch erkennt hier. John Deere, Fliegel. Ich glaube, so ist gut. So ist gut. Klick. Ja, das ist doch fein. Perfekto. So, ich bin gespannt. In den Hänger geht ja einiges rein. Mal gucken, wie viel von dem Feld. Oh, Cosplay bekommt Probleme da drüben mit dem Baum. Ja, Osada ist nicht ganz so Cosplay-freundlich, glaube ich. Jedenfalls auf den Feldflächen oder auf einigen Feldflächen. Lass den da mal kurz stehen, übernehme hier. Manövriere den da raus. Absenken, anschmeißen. Ich nah genug dran. Jo. Will er ja jetzt auch nicht, dass sowas daneben geht. Und dann darfst du am nahesten Wegpunkt weitermachen. Und was war das? Ah, ich bin aus dem Monitor geswitcht. Was hast du denn jetzt? Ach, ich hab den. Warum geht denn der starke Bauer immer an? Das ist total nervtötend. Mach nochmal. So. Keine Ahnung, wie ich den immer anstelle. Das ist, eigentlich ist das nicht auf irgendeinem Shortcut oder so. Ah, vielleicht hier beim HUD an- und ausstellen. Das kann sein. So, ja, hier. Da wird ehrfürchtig gewartet. So muss da. Okay. Die sind einfach durch den durchgefahren. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kann ich eigentlich irgendwie hier, fürs Häckseln vorne den Hänger so ein bisschen runterfahren? Pflanzensensor anschalten. Ja, das hätte ich mal machen können, ne? Alt B. Dann würde ich das ja schon mal direkt mitnehmen, alles. Wenn ich schon Isaria Pro dabei habe, dann kann ich noch abladen. Was haben wir hier? Da haben wir keine Funktion drauf. Da kann ich hier nur hoch und runter. Und da haben wir. Ja, das wollte ich. So, einmal die Klappe runter.
Ah, sieht schon stark aus. Eigentlich bin ich ja nicht so. John Deere war bisher nicht so meins, aber finde ich gerade gar nicht mal so doof, muss ich sagen. Schönes Ding. Was ja, wie nah soll ich noch ran? Näher geht nicht, mein Freund. Du musst schon fahren. Ach so, ich soll. Ah, Entschuldigung, ich soll weiter zurück. Sag das doch. Mein Fehler. Mein Fehler. So, der Hänger fühlt sich schon. Guck an. Ich wollte keinen Tipp abgeben, aber ich hätte fast gesagt, das Feld geht auf einen Hänger und dann ist gut. Aber da kommt wohl doch ein bisschen mehr zusammen. Sehr gut. Das freut mich. Ein bisschen Innenansicht. Ja, und das müssen wir jetzt auf einigen Feldern hier machen. Was haben wir noch? Wir haben Sonnenblumen. Und ich glaube, in Teilen sind auch die Sojabohnen reif. Okay, die Bäume sind problematisch. Da muss ich immer nachhelfen. Das ist ein bisschen schade. Zieh da mal raus. Ich manövriere dich da drumrum. Und dann dürftest du wieder alleine zurechtkommen, glaube ich. Ist er vorbei? Ja. Ich bin da, kann weitergehen. So, läuft doch. Mensch, der Acht, er fährt sich wie Butter hier. Also, ich habe gerade das Gefühl, dass das eine gute Entscheidung war. Allerdings ist mein Anhänger voll. Ja, Entschuldigung, ich muss hier mal abkürzen. Muss leider einmal so längs hier. So, auf ins Fahrsilo. Jetzt wird's spannend. So, dann können wir hier ja tatsächlich jetzt runter. Sehr schön. Das ist schon, das ist ein schöner Traktor. Nennt man das überhaupt noch Traktor? Ist das eine Zugmaschine? Wie Butter geht das hier? Überhaupt kein Problem, dass der Hänger da hinten dran ist. Das juckt den nicht die Bohne. Oh, hier muss ich noch anpassen. Hier ist noch überall Gras oder das ist wieder nachgewachsen. So, ich möchte schön nah an die Kante hier ran, damit ich dann von der anderen Seite auch noch einfahren kann und aber ein ganzes Stück rein, damit ich nicht so viel wieder reinschieben muss. Jetzt will ich auch nicht zu schnell werden, weil da ist ja doch einiges im Hängen. Oh, doch, ich hätte viel mehr Gas geben können. Ich hätte viel mehr Gas geben können. Na gut, okay. Dachte, das dauert ein bisschen, bis der leer ist, aber nö. So, und jetzt wird sich auch zeigen, ob man hier mit einem solchen Gerät noch durchkommt oder nicht. So wie ich es hier gebaut habe. Hier ist meine kleine Schwelle. Juckt einen 8R auch nicht die Bohne. Na, der Hund macht ehrfurchtsvoll Platz. Na klar, so muss sein. Das fährt sich richtig schön. Ich werde hier noch John Deere Fan. Ich gebe zu, Fendt ist bei mir etwas höher im Kurs. Ich mag sehr gerne Deutz. Aber ich muss sagen, John Deere gewinne ich immer mehr lieb. Also keinerlei Beschwerden. Der 8R ist natürlich auch richtig gut dann zum Verdichten, ne?
Du hast hier was stehen lassen. Willst du das nicht mitnehmen? Mann, Mann, Mann. Ja, ein bisschen bleibt ja immer stehen, also B. Mensch, das macht Spaß. Mag ich. Cool. Das ist gerade richtig angenehm. Hexel Action. So. Wie drehst du? Ja, du willst noch zurück, ne? Dachte ich mir. Und ich komme. Ja, läuft doch. Ich glaube, so fährt man, ne? So daneben, dass der Häcksler-Fahrer den Hänger auch einigermaßen sehen kann. Ups, so würde man nicht fahren. Oh, schön. Ja, das macht gerade richtig Spaß. Ja, Cosplay ist schon eine geile Sache. Ist einfach so. Beim anderen Feld können wir es ja mal umdrehen, weil ich ja extra die Autodrive-Kurse draufgeladen habe. An diesem Feld ist halt kein Autodrive-Punkt. Allerdings müssen wir einmal einen Feldrandkurs einfahren, damit das funktioniert. Und dann könnten wir das beim nächsten Feld einfach mal umdrehen. Dann fahren wir Häcksler und lassen abfahren. Das heißt, so richtig funktioniert das doch nicht, weil... Ich habe das Fahrsilo nicht eingefahren mit Autodrive. Das müsste ich dann noch machen. Oh, jetzt zieht er direkt rum. Ich komme. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin neben dir. Und ich bin nicht voll. Doch, ich bin voll. Entschuldigung, ich bin voll. Ich muss mal eben kurz wegbringen. Das sah gar nicht so aus. Mensch. Da kommt ja mehr runter, als ich dachte, von dem einen Feld hier. Was? Also cool. Ja, du musst schon vorbeifahren, sonst wird das hier nichts mit uns. Digi, gib Gas jetzt. Mal hinne. Ansonsten eliminiere ich dich einfach. Ja, mit dem KI-Verkehr stehe ich halt nach wie vor auf Kriegsfuß, ne? Ist halt so. Ist halt so. Oh, der macht richtig Spaß. Das ist schon sehr, sehr cool. Jetzt habe ich da natürlich so richtig schöne Beule reingelegt. Aber okay. Dieses Mal geben wir direkt Gas. Hier hinten noch ein bisschen ausgleichen. So, die Auslauffläche vom Fahrsilo hätte ich ein bisschen länger machen können. Aber ansonsten, also eigentlich war das Ganze natürlich etwas kleiner gedacht, mit etwas kleineren Maschinen. Aber funktioniert auch mit diesem Gespann. Ist ja auch bewusst nicht der größte Fliegelhänger hier.
da extra eine etwas kürzere Variante genommen. So, ich bin wieder da. Fahre ich die jetzt um? Bitte sehr. Und heiter weiter. Interessante Spur, die er fährt. Damit habe ich nicht gerechnet. Achtung, Rehe. Wir haben natürlich vorher Drohnenaufnahmen gemacht, ob das hier auch alles fein ist mit Wild und so. Schon Platz machen. Sollte ihm ja reichen. Jawohl. So, zwei Hänger haben wir schon. Also 62.000 Liter an Gras. Gehäckseltem Gras haben wir 88.000 Liter in dem anderen Fahrsilo. Das heißt, wir kommen da jetzt schon relativ nah dran. Und das nur mit einem Feld hier. Die dürften wir jetzt eigentlich, wie viel haben wir drin? 11.700, okay. Also mit dem nächsten Hänger überholen wir dann schon die Grassilage in der Masse. Krass. Also Mais um einiges ergiebiger. So, zieht er da jetzt wieder einfach rum oder wie macht das hier? Tatsache. Und lässt schön wieder eine Ecke stehen. War ich kaputt, kein Problem. So, welche Spur nimmt er hier? Bleibt er jetzt auf dem Feld oder? Nö. Nö, nö. Wie viel haben wir? 25.000. Na, wie setzt er jetzt an? Geht er wahrscheinlich auf die Bahn, oder? Jetzt drehen oder wie sieht's aus? Ja, okay. Dann bin ich jetzt auf der anderen Seite, mein Freund. Ich glaube, ich werde am Ende den Hänger einmal neben das hier stehen gebliebene parken und dann noch einmal von Hand mit dem Häcksler rüberfahren. Ich komme. Kriegen wir das alles rein hier? Nee, das wird nicht reichen. Was? Okay. Dann
Fahren wir mal ab. Mensch, über drei Hänger. Jetzt sind es schon 93.000 Liter, wenn ich mich nicht täusche. Packen wir die jetzt in die Mitte. Und dann hoffe ich doch, dass so ein 8R mit dem Hänger das Ganze schon ein bisschen verdichtet. Ich könnte eigentlich auch einmal rüberbrettern, ne? So, schön mittig rein. Dann fahr das schon mal ein bisschen platt hier. So. Und wieder zurück. Jetzt auch gerade fahren dürfen. Das mit dem Rangieren im Silo ist immer so eine Sache. So, schön langsam. Und dann setzen wir jetzt mal so hier hinter dem Berg an. Sehr schön, danke sehr. Nächste Runde. Die kommt ja jetzt nicht mehr. Da müssen wir erst aufs andere Feld wechseln. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mal eben kurz den Hänger hier hinstelle. So. Einmal abkoppeln. Ich weiß, der Häcksler steht auf dem Feld, das kostet alles viel Geld, aber zack. Wie sehen denn die Kurse hier aus? Die sind ja interessant gestaltet. Okay, das ist der Kuhstall, ja. Mir fehlt aber tatsächlich. Da kommt man drauf. So, dann kann man hier beidspurig fahren. Dann geht's hier längs. Und die würde ich jetzt gerne fortführen durch die Silos, aber als Einbahnstraße, damit es da keine Problemchen gibt. Ah, das sollst du nicht machen. Habe ich hier noch nicht umgestellt. Den kannst du wegnehmen. So, dadurch. Da rein. Immer etwas blöd mit einem bereits befüllten Silo. Oh. So, das hier ist der Punkt Fahrsilo 2 links. Mal gucken, ob wir das auf die Schnelle hier mal eben eingerichtet bekommen. Und dann geht es nach da wieder raus. Aufnahme beenden. Den darfst du uns hier ein bisschen näher ranziehen. Sehr schön. Und das Ganze müssen wir dann jetzt noch für die Spur rechts machen. Hier kann der lang. Dann würde er über die Güllegrube fahren und ich müsste den Fendt da wegparken, damit er wieder rauskommt. Wobei ich ihm natürlich auch hier noch einen Abbieger geben kann. Der geht da hin, ja, dann kommt hier noch ein Abbieger rein. Dahin oder dahin? Dahin. Dann müsste er auch wieder rauskommen, wenn ich das richtig sehe. Jo. So. Das haben wir. Sonst funktioniert das nämlich gleich ja nicht mit unserer Aktion Ich häcksel und
Nicht der Cosplay-Helfer. Ja, das Silo können wir einen anderen Mal hier einfahren. Zweite Spur. Ah. Ja, das ist das Problem, wenn aber schon was drin ist. Das hätte man eigentlich vorher machen müssen. Korrigier das mal so ein bisschen zur Seite hier bitte. Sonst gibt das später echt nur Probleme. So. Ich habe mir heute aber ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Also. Ich liege da auf, oder was? Ist das dein Ernst? Dann brechen wir die Aufnahme kurz ab. Und fahren hier mal eben ein bisschen rüber. Wo ist denn der Sch... Ach so, den Schild hat der Deutz gerade. Springen wir da mal eben rein. Bin ja nicht so der Held im Silo schieben. Mal den Editor kurz aus, klappt mal den Schild aus. Dann probieren wir das mal so ein bisschen anzugleichen hier. Einfach nur, dass es eben wird. Oder ebener. Gibt er mir was weg, wenn ich hier... Ich klappe mal lieber kurz ein. Nicht, dass ich das jetzt hinten rausschiebe. Ja, alles Arbeiten, die halt auch gemacht werden müssen. Schon ganz okay. Warum ist in der Mitte immer so eine Kuhle? Ist das bei euch auch immer? Habe ich immer in den Fahrsilos. Ich krieg's irgendwie nicht vernünftig hin. Wahrscheinlich, weil ich vorne und hinten halt mehr abgekippt habe, ne? Nehme ich mal an. Wahrscheinlich bin ich wieder das Problem. So, aber das sollte doch schon wesentlich besser funktionieren jetzt. In der Theorie. So, wieder zurück. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Sehr, sehr schön. Hier wieder an. Und dann kann ich hier auch noch ein bisschen nachjustieren. Der ist... Das ist einigermaßen gerade. Ja, die kann erstmal so bleiben, würde ich sagen. Aber die hier nehme ich nochmal weg. Da fahre ich nochmal an. So. Und ich möchte einmal in die Cosplay-Einstellung. Die ist es. Wo bist du? Wo bist du? Automatisches Verbinden hätte ich gerne aus. Zeige Kurs, wenden auf dem Feld. Fahrzeug-Debug, entleeren. Geräteversatz. Na, wo ist denn das hin? Spielermaus, bevorzugter Feldrand, Distanzeinheit.
Finde ich nicht. Krass. Okay, ja gut. Oh, mal Spiel speichern hier zwischendrin. Gut, dann muss ich das im Zweifel halt wieder rausnehmen, weil er verbindet sich ja eigentlich automatisch immer mit dem nächstgelegenen Punkt zum Start und das möchte ich nicht. Ach, ich war auch in Cosplay. Ich muss in Autodrive gehen. Ha! Freunde. Mein Fehler. Autsch. Bam, bam. Automatische Abdeckung, Abladeseite. Abstandrohr, Abladen, Feldausfahrt. Benachrichtigung, Linienhöhe über dem Traktor, jawohl. Ziele auf Karte, anwählbar. Automatisches Verbinden, nein. Ordner verwenden, ja. Anwenden. So möchte ich es haben. So, eigentlich müssten das hier auch alles Nebenstrecken sein, aber so what. So, jetzt kommt hier noch die zweite Fahrspur rein. Dann kann er hier eigentlich auch schon so ein bisschen zur Seite rüberziehen. Dann können wir hier verbinden. Und dann geben wir ihm diesen Punkt hier als FS2 rechts mit auf den Weg. Lassen den Editor mal kurz an. Und gucken, ob das irgendwo Problemchen geben könnte. Klar, wenn man so schnell fährt, dann gibt es Problemchen mit Zäunen und Hindernissen und so. Dann macht man hier den Monster Truck Move. Aber ich habe jetzt natürlich auch auf die Linienführung geachtet. Und nicht so sehr auf Widerstände hier. Würde er darum, darum, darum und da dann wieder raus. Okay. Das sieht soweit gut aus. Oder machbar. Sagen wir mal so. Oder Moment. Da, dann hier lang. Aber hier ist es nicht verbunden. Da muss noch eine Verbindung rein, sonst funktioniert das nicht. So. Und er würde aber nur zur einen Seite rausfahren hier. Dann geben wir dir doch auch noch mal eine zweite Seite mit. Ich hoffe, dass das so passt. Schön eng hier ran. Hätte ich ein bisschen anders aufgebaut. Das sind jetzt halt die vorher eingefahrenen Kurse. Wenn es gar nicht funktioniert, kann ich das natürlich noch korrigieren. So, er würde hier rauskommen, würde dem folgen. Alles klar. Und Feld 14. Da wird er ja sicherlich gleich zu tun haben. Da müssen wir dann Feldrandkurs noch mit einbauen. Alles klar. Dann holen wir uns mal eben den Rest ab hier. Du drehst da, ich drehe hier. Mensch, wie ein Profi, wa? Wo willst du hin? Da ist nichts mehr. Gut, ich stell den schon mal hier hin, damit wir das bisschen hier hinten noch abholen, ne? Mein Freund. So, dann übernehmen wir mal kurz den Häcksler. Du machst ja lustige Moves. Da ist ja nichts mehr. Komm, komm mit.
Er steht neben dir. Ja, genau. So, das andere bisschen, das da noch hinten war, das lassen wir stehen. Aber das hier wollte ich zumindest noch mitgenommen haben. So, das war Feld 1. Sehr gut. Also lohnt eigentlich gar nicht zusammenzuklappen, weil das andere Feld ist ja auf der gegenüberliegenden Seite. Springen wir mal kurz rüber zum Hof. Mich würde jetzt einmal interessieren, wie viel da jetzt drin ist. Jetzt ist schon 100% verdichtet, das ist super. 94.200 Liter, bisschen was ist noch im Anhänger. Und bei Gras, mehrere Wiesen Gras, 86.000 Liter. Okay, da hat man auch jetzt mal so einen direkten Vergleich. Ein Maisfeld, vergleichbare Größe zu einer der Wiesen sogar. Und von den Wiesen haben wir aber acht oder mehr. Wie viel sind denn das eigentlich? Wie viele Wiesen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, acht Wiesen sind in dem anderen Fahrsilo. Gut, damit war auch nichts gemacht, ne? Mit dem Gras, das war nicht irgendwie speziell bearbeitet oder so. Von daher, mehr konnte da gar nicht runterkommen. Problem ist, da ist jetzt auch nichts dran gemacht an den Wiesen für die nächste Runde. Ist mir aber zu spät aufgefallen. Naja, egal, man kann nicht alles haben. Gut, ich spring mal zurück in den 8R als erstes und dann machen wir uns mal eben kurz so einen kleinen Feldrandkurs da. Ready? Oder wir versuchen das zumindest. Mit Hänger. So, wenn jetzt jemand kommt, hat er Pech, wollte ich gerade sagen. Aber hier ist echt gut was los auf der Karte. Immer. So, Außenansicht. Den Modus. Und ja, ich muss Fruchtumfahrung eh ausmachen, weil sonst funktioniert das hier gar nicht mit den Feldrandkursen. Die Felder sind halt teils so schmal. Wie machen wir es? Da machen wir einen Nebenkurs draus und zwar in alle Richtungen. Soll es eine Nebenstrecke werden? So, mal nochmal weg. Habe ich mich verklickt. War mein Fehler. Ja gut, fahr ein Stück rein, dann kann ich gleich besser verbinden. Jetzt bist du eine Nebenstrecke. Ja, sehr gut, sehr gut. So, kommt man hier dran vorbei? Bleibt man da hängen? Leiten Sie gut aus. Sehr gut. Ach, Feld 14 ist hier hinten nochmal. Okay. Also man kann von beiden Seiten drauf. Dann nehmen wir das doch wahr, oder? Richten wir das hier gleich ein. Machen wir es. Einigermaßen ordentlich. Zack, zack, zack. Zack. Zack, dass man von allen Seiten drauf kommt. Und dann kannst du dich da anknüpfen. Wobei, nimm mal den dahinter. Da. Und ja, wir nehmen den. Da kommt man schon mal rauf und runter. Das passt ja hoffentlich. Jawohl. Deswegen habe ich den Hänger auch dran gelassen, damit ich gleich sehe, ob ich da irgendwo hängen bleibe. Das passt auch. Schon sehr schmales Feld, ne? Ich glaube, wir fahren, was sind das? 2,5 Mal hoch und runter fahren und dann ist das weg. Hier muss man mit dem Strommast aufpassen. Schon mal die Verbindung hier knüpfen.
Nö, sollst den Punkt nehmen. Den da. Da hin. Und dahin. Und dann setzte mir hier noch einen hin. So. Und jetzt können wir hier noch verbinden. Aufnahme aus, verknüpfen. Dann funktioniert das hoffentlich. Kann auch gleich grandios in die Hose gehen. Aber mal schauen. Und dann stellen wir den mit dem Startpunkt einfach mal hier hin. Muss ich gleich über die Wiese fahren mit dem Häcksler. Und dann wird der Drescher abfahren. So, jetzt müssen wir. Na, Moment, einmal noch organisatorisches. Öffnen. Wo sind meine FS? Da sind meine FS. Wir brauchen einen Ordner. Hof. Fahrsilo 2. Wo hast du den hingepackt? Ganz unten. Okay. Der muss da rein und der muss da auch wieder rein. Sehr schön. Die haben wir. Drescher abfahren auf. Feld 14 ist ja angelegt. So. Und zu Asilo links. Einstellungen. Und jetzt kommt das rotierende Entladen. Anwenden. Das heißt, den habe ich jetzt theoretisch in Startposition. Das schauen wir uns jetzt noch an. Das Feld ist ja nicht so groß. Das nehmen wir heute noch mit. Und dann gucken wir mal, ob das alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Dann schnappen wir uns den Häcksler. Stellen hier schon mal Feld 14 ein, sonst funktioniert es nicht. Bringen unseren Häcksler hier in Position. Machen wir kurz alles aus. So. Wenn jetzt Verkehr kommt, hat er Pech. Muss er warten. Bisschen schneller laufen darfst du. Geben dem hier ein Startsignal. Und dann gucken wir mal, ob das hinhaut. So. Senken. Anschmeißen. Und kurz auf den Abfahrer warten. Das heißt, warte mal, hat er hier ein. Kommt er von hier da drauf? Nee, kommt er nicht. Der kommt da noch gar nicht drauf. Einmal abbrechen. Oh, Mann, 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 Mann. Also, da muss hier noch mit rein eine Verbindung. Dahin. Wo ist der Punkt, den ich gerade gesetzt habe? Oh nö. Setz mir noch einen. Den da. Und auch zurück, bitte. Nee, das brauche ich gar nicht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Der muss nur in die eine Richtung gehen. Und zwar in die. So. Er kommt dahin. Von da nach da. Wobei, warte, ich kann auch über. Ist der Wurm drin? Wenn einmal der Wurm drin ist, ist der Wurm drin. So. Dann kommt der da auch rauf. Und nach da muss der ja eigentlich nur. Warum ist das eine doppelte Spur?
Naja, soll okay sein für mich. Hast du jetzt den Punkt erkannt? Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, ob der jetzt mitkommt. Der da kann weg. Oder ob das Probleme macht. Sieht schon mal gut aus. Du wartest da drüben. Bitte seien Sie etwas geduldiger. Danke. Wir sind gerade Feldarbeiten. Oh, da zieht er schön ins Nachbarfeld rein. Eieiei. Aber soweit funktioniert's, wie erhofft. Sehr schön, dann gehen wir mal Vollgas. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was der Abfahrer hier am Baum macht. Ob der sich jetzt festfährt, ob er das erkennt. Es sieht noch nicht danach aus, als würde er es erkennen. Oder ob ich mich festfahre am Baum. Nein, tue ich nicht. Okay, Abfahrer korrigiert. Das ist auch eine Variante. Sehr schön. Jetzt müsste der Hänger gleich tatsächlich schon voll sein. Krass. Und da bin ich sehr gespannt, welchen Weg er wählt. Es gibt ja nur einen, eigentlich. Wo fährt er gleich lang? Bisschen fehlt noch, ärgerlich. Das jetzt mal so. Interessantes Manöver. Muss ich hier drehen? So, hier möchte ich lang, mein Freund. Kommst du mit? Jetzt überfordert. Kurz gerechnet, alles klar. Es ist schon faszinierend, oder? Ja gut, wenn du so weit zurückfährst, kann ich ja auch hier. Ich nehme an, dass er jetzt auf die andere Seite kommt. Hier möchte ich längs. Und wo bist du? Stopp! Bremsen! Aber nicht so viel weg. Ja, jetzt ist ihm das auch egal. Jetzt donnert er einfach mal durchs Nachbarfeld. Wow. Jetzt ist mir fast die Hinterreifen abgefahren. Mein Freund. Wie viel Platz hat der denn noch? Der muss. Ach so, ah, nee, nee, da geht noch was rein. Alles klar, alles klar. Das sah vorher nur so aus. Und das sieht gerade so schön aus. Das müssen wir kurz hier. Oh, nice. Oder? Schön mit dem Hof im Hintergrund. Klack. Ja, bist du voll? Jetzt ist er voll. Mal gucken. Gehen mal mit. Ich mache nichts. Ich habe die Hände nicht am Lenkrad. Bin jetzt sehr gespannt, was er tut, ob das klappt oder ob das voll in die Hose geht. Surprise, surprise. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen hingemauschelt da auf die Schnelle. Ein schöner Autodrive-Test. Ja.
Ist jetzt alles fein, ne? Sieht alles tutti aus. Das passt auch. Sehr schön, sehr schön. Der verteilt auch viel besser als ich. Guck mal. Viel gleichmäßiger. Peinlich für mich jetzt. Jetzt nur die Frage, kommt er auch zurück? Tut er. Hätte jetzt hier natürlich so eine Rechtsabbiegerspur reinmachen können. Habe ich nicht dran gedacht. Das sieht auch alles fein aus. Und jetzt möchte ich mal hier vorne an der Hüllestation wissen, ob das hinhaut oder ob der jetzt hinterm Fendt einparkt. Ah, der will da lang, wo der Fendt ist. Alles klar. Dann müssen wir den Fendt mal eben wegfahren. So. Tür zu. Anschmeißen. Ja, wo stellen wir den hin? Kommt hier mal eben vor. Sonst steht er da. Auch hier können wir ja rein. Autsch, oder auch nicht. So, machen wir das so. So, hinten ein bisschen rausgucken. Wieder aus. Voll ins Silo. Achso, ich bin noch so schnell, deswegen macht er hier Zicken. Dann hüpp ich hier mal eben rüber. Und irgendwo hier drüben müsste ein Häcksler. Da. Jawohl, da kommt unser Abfahrer. Das ist doch super. Fährt noch ein bisschen die Nachbarwiese kaputt hier, den Nachbarweizen. Ah, den Nachbarn können wir nicht leiden, deswegen. Gut. Sehr gut. Das hat doch wunderbar hingehauen. Bin begeistert. Dann kann ich auch häckseln. Das ist ja sehr, sehr schön. So, wenn ich genau in der Spur bleibe hier, können wir auch mal ein bisschen von innen gucken. Oh, mal schön zum Abschluss hier. Jetzt muss ich aber aufpassen hier mit dem Strommast. Bock. Ja, da könnte der Abfahrer jetzt auch Probleme mitbekommen. Ah, das reicht immer noch nicht. Das ist ein tricky Feld. So, kriegst du das hin oder wie löst du das? Ist ja auch die neueste Autodrive-Version. Also die müssten jetzt noch schlauer geworden sein, die Abfahrer. Tatsächlich am Aufnahmetag die aktuellste Version geladen. Also auf größeren Feldflächen wird er wahrscheinlich auch nicht so über die Nachbarfelder donnern. Hier geht es halt nicht anders. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich hier. Da kann man nicht meckern. Das macht einfach richtig Spaß. Vor allem halt im Singleplayer, wo man eben nicht mit mehreren Leuten unterwegs sein kann. Sind Autodrive und Cosplay einfach Gold wert.
zu. Auch von dem Feld, obwohl das so vermeintlich klein ist, kommt ordentlich was runter, ne? Möchte ich mich nicht beschweren. Das sind dann auch 1,5 Wagen waren das. Schöne Nummer. So, dann schalten wir mal aus und klappen den mal ein. Abfahrer geht auch in Warteposition. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir dann als nächstes auf dem Zettel? Lasst mal gucken. Die 11 haben wir, die 14 haben wir. Wo haben wir noch Mais? Auf der 4. Und die 4 ist reif, die 5 nicht. Das heißt, die 4 als nächstes. Und danach geht es dann wohl hier an die Sojabohnen. Und die 17 sind Sonnenblumen. Die müsste auch reif sein. Ich springe da mal kurz hin. Das sieht mir aber ganz reif aus. Jawohl, auch erntereife Sonnenblumen am Start. 68 war ja noch nicht so weit. Nein, die sind noch am Wachsen. Ja, ich könnte das hier auch alles sehen, okay, aber ich springe mal gern einmal hin. Die 50 ist auch ready. Das sind auch Sonnenblumen. Okay. Wunderbar. Bist du mein Feld? Nein, die 8 gehört nicht mir. Die beiden gehören mir. Kommt ganz viel Drescherarbeit auf uns zu, aber auch dafür dann, da kann ich das Silo dann noch als Punkt einfahren. Und dann kann da auch automatisiert abgefahren werden. Ja, coole Nummer, würde ich sagen. Das ist doch nice. Aber für heute, Leute, machen wir dann mal Feierabend, würde ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ha! Wir stellen es mal dazwischen hier. Das Größenverhältnis. So. Boah, okay. Das ist ein Größenverhältnis. Hier noch. Kleines Abschlussbildchen. Zack. Für den Community Hub. So, mir hat es richtig Spaß gemacht. Haben auch ordentlich was geschafft. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Schreibt mir gerne, vor allem, wenn ihr wissen solltet, wie man ja, hier oben dieses wunderbare, achso, kann ich jetzt nicht, das Cosplay hier oben rechts wegbekommt. Wenn da jemand Ahnung hat, gerne Info an mich. Ja, ansonsten gerne, die Däumchen haben sehr nachgelassen, habe ich gemerkt, eigentlich schade, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, über ein Abo freue ich mich natürlich auch und dann sehen wir uns auf der Ursada auf jeden Fall wieder, hier ist noch einiges zu tun, ne? Von daher, danke fürs Zuschauen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.